Herzlich willkommen zur Comedy-Stube live aus dem Theaterhaus in Stuttgart. Heute mit Christine Briand, Magdalena Flade, Udo Zeppezauer und hier ist ihr Gastgeber Helge Thun. Schönen guten Abend. Vielen Dank. Dankeschön. Meine Herren, Jakob Nacken und die Deutsche Wiedervereinigung. Wahnsinn. Dankeschön. Vielen Dank. Ich bitte Sie. Das reicht. Ja, vielen Dank für diesen überwältigenden Applaus. Überhaupt nicht einstudiert wirkte das, also ganz toll. Herzlich willkommen auch zu Hause an den Laptops oder welchen Endgeräten auch immer zu unserem Livestream hier von der Comedy-Stube aus dem Theaterhaus in Stuttgart. Stuttgart übrigens eine Stadt, muss man sagen, die in den letzten Jahren ja wirklich sehr, sehr gebeutelt wurde. Ja, und damit geht nicht nur um die Frage, wann ist dieser blöde Flughafen, hätte ich fast gesagt, ja. Also wann ist dieser blöde Bahnhof endlich unter der Erde, beziehungsweise wann kann das Projekt mal begraben werden? Nein. Gerade jetzt auch eine ganz schlimme Meldung vor einigen Monaten aus dem Bildungsbereich. Ja, man hat mitbekommen, dass die Schüler in Baden-Württemberg noch mal wieder schlechter geworden sind. Ja, und zwar in Lesen und in Mathe. Vor einem Jahr war es schon Englisch und Deutsch. Also wenn das so weitergeht, dann heißt es bald, wir können alles, aber schlechter. Ja. Ja, also ich glaube, es liegt daran, an diesem Motto, immer an diesem Häuslebauer, weißt du, immer ständig dieses Häuslebauer. Wenn das über Generationen immer weiter tradiert wird, weißt du, da entwickelst du dich geistig irgendwann selber zu einer Immobilie. Ja, ja, ich glaube, man sollte statt schaffe Häuslebauer endlich mal sagen, schaffe Hausis mache. Ja, das wäre besser, finde ich. Ja, finde ich nicht. Also Hausis, das klingt ja irgendwie uncool. Ich glaube ja, dass man eher so in Castingshow-Zeitalter das anders nennen müsste, dass man nicht mehr sagt Hausaufgaben, sondern Home Challenge. Ja. Oder? Ja, auch wieder Englisch. Da war Günther Oettinger schon am Namen gescheitert. Ja, das gut. Ja. Da muss man der EU auch mal dankbar sein, dass sie den Oettinger aus der Statistik rausgenommen haben. Ja. Sonst wäre Baden-Württemberg noch weiter in den Keller gerutscht. Du. Das ist, ja, man hat herausgefunden, die Schüler sind beim Lesen auf dem Niveau von 2011. Das heißt, die wurden 7 Jahre lang überhaupt nicht unterrichtet. Ja, ich meine, was ist denn da los? Ja, aber immerhin 2011, ne? Vielleicht sollte man die AfD-Abgeordneten noch mal wieder einschulen, ne? Die sind schließlich noch auf dem Stand von 45. Ja. Und da. Ja. Ja. Und da waren die auch schon im Reichstag. Ja, ja. Ja, ne, apropos Nachwuchs und Reichstag, jetzt im Bundestag gibt es ja auch tollen Nachwuchs, ne? Hast ist du wahr. Mitgekriegt? Ja, da sind ja jetzt viele neue, dynamische Abgeordnete. Also zum Beispiel, genau, hier, ja, das ist der jüngste Abgeordnete, Roman Müller-Böhm von der FDP. Und ich finde, der bringt schon optisch so richtig jugendlichen Pep da rein, oder? Ja. Also wenn du nicht gesagt hättest, dass der von der FDP ist, ich wäre nicht drauf gekommen, wirklich wahr. Ich wusste gar nicht, dass das Modell Lindner auch in dick gibt, so wirklich, das ist, ja, ich meine, ich bitte Sie, ich meine, was muss denn da schiefgelaufen sein in der Kindheit, dass man mit 24 so rumläuft? Ja, ich meine, ich trage auch Anzug und Krawatte, aber ich bin 46 und Komiker. Ja, der meint das ernst. Ja, ja. Der hat ja in einem Interview hat er gesagt, ihm gefiel bei der FDP vor allem der Leistungsgedanke. Ja, ganz grundsympathischer Typ. Ja. Ja. Das kommt aber raus, wenn man in der Schule G8 einführt, das sage ich dir. Das ist immer dieser Leistungsdruck, immer noch schneller, noch besser. Und also, das, weißt du, was soll das denn heute? Ich meine, wir, als wir in der Schule waren, oder? Wir hatten zwischendurch auch mal Religion. Ja. Da konnte man mal 2 Stunden schlafen, mal ausruhen. Kunst, Musik, ja. Jakob hatte ja als Waldorfschüler, ich hoffe, dass Sie das sagen, hatte sogar Eurythmie. Ja, ja, so lief das ab. Ja, aber Eurythmie, das war schon knallhart. Ach komm. Ja, nein, doch, aber wirklich, ich meine, da gab es ja auch öffentliche Aufführungen. Ja? Ja. Stell dir mal vor, als pubertärer Jugendlicher dann so mit Tanzschläppchen im Seidengewand zu klassischer Musik auf der Bühne harmonische Bewegungen machen. Also 1,98 Meter, das ist eine Menge Seide, die da wallt. Genau.
Also ich sehe es vor mir. Da hat man vor nichts mehr Angst, wenn man das mal durchgestanden hat. Ein Meer in Pastell. Ja, wir hatten da so einen internen Wettbewerb, wer dabei das lustloseste Gesicht machen kann. Ja, das war so die einzige Möglichkeit, noch so ein bisschen Restwürde zu bewahren. Ja. Mach mal deins. Damit hast du deinen Namen getanzt. Wieso warst du überhaupt auf einer Waldorfschule? Ja, weiß nicht. Meine Eltern haben mich halt irgendwo eingeschult. Ich wollte eigentlich auch lieber auf ein katholisches Mädcheninternat. Ja, mit dem Seidengewand wärst du da gar nicht aufgefallen. Ja, ja. Ja, übrigens aber, um nochmal drauf zurückzukommen jetzt hier, ne, auf den Leistungsabfall der Schüler in Baden-Württemberg, gerade in Englisch zum Beispiel, das liegt ja, das wissen die wenigsten, tatsächlich noch an den Schulheften, die unter Günther Oettinger als Ministerpräsident herausgebracht wurden. Ich glaube, der hat sie sogar selber, die Übung selber konzipiert, oder? Ja, ja. Und genau. wir haben nämlich so ein paar Heftchen gefunden, ja, haben wir dabei. Aber du wolltest von Oettinger noch zur Erinnerung noch mal ein Oettinger, Foto zeigen. Genau. Ja. Weiß nicht, ob Sie Oettinger überhaupt, genau, das kann ich mal, Günther Oettinger, wer es nicht kennt, von außerhalb, also das ist der Mann, der so aussieht. Das ist das offizielle Porträt von Günther Oettinger in der Ahnengalerie der Villa Reitzenstein, der ehemaligen Ministerpräsidenten. Das ist das offizielle Porträt. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ich finde es ganz gut getroffen. Also, jetzt so gut nun auch wieder nicht, weil es ja daneben gegangen, aber... Aber ich finde, es passt zu Günther Oettinger, oder? Ich meine, gucken Sie mal, da ist neben ihm die Kugel eingeschlagen, er verzieht keine Miene. Da sieht man doch, der hat den Schuss nicht gehört, oder? Also, auf jeden Fall Günther Oettinger. Und der hat nämlich diese Schulhefte rausgebracht und sogar selber konzipiert. Und wir haben nämlich hier aus der 9. Klasse, die werden immer noch gebraucht heute. Ja, ja, das sind die Originalübungshefte, ja, mit den Oettinger-Übungen drin. Ja, mit den Oettinger-Übungen. Und das ist kein Wunder, dass die Kinder das hier nicht können. Guck mal hier, egal wo du aufschlägst, hier zum Beispiel, Hello, my name is Mr. German Beer. Ich bin Günther Oettinger. Da geht's doch schon los, oder? I am here in Brussels. Wo ich bin, da rassels. Don't say I am a filthy finger. Sag nichts Schlechtes über Filbinger. Das ist wieder typisch. Das. I bought my wife a diamond ring. Meiner Frau soll ich einen Daimler bringen. Das ist wirklich kein Wunder, dass die das nicht können. Ja, ja. Oder auch das hier, finde ich also furchtbar. Hello, Mr. Coconut. Guten Tag, Herr Palmer. Ja. Das ist doch Quatsch. Schlimm. Ne? I heard you are a Crash-Test-Dummy. Sie sind doch die Kretschmann-Puppe. Ja. Oder hier, I read about you in the Yellow Press. Ich las, Sie haben eine Spätzlespresse. Ja, schlimm. Dass du kannst stimmt aufschlagen, wo du willst hier. Ne? Hier, no, hier antwortet hier gerade Palmer. Ne? No, but I am the most wanted. Nein, ich habe einen Most bestellt. Und dann gleich die Antwort. Ne? We need some better controlling. Wir trinken besser Trollinger. Ja. Oder hier. Here are some brownies for you. Das ist unsere AfD-Fraktion. Ja. I think I'm sitting in a mousetrap. Ich glaube, ich sitze auf einer Maultasche. Also es ist ein Scheiß, wirklich, das ist schlimm. Ja, oder hier, das ist ja das Allerschlimmste. Ne? Ja. Hier, that's the worst case scenario. Das ist die Wurst-Käse-Platte. Meine Herren, Jakob Nacken und Band. Und nun zum Thema Bildungsnotstand, die Anti-Aktions-WG. So, ich denke, wir sind alle da. Ja, ja. Schön, dass ihr beide so zahlreich zu unserem außerplanmäßigen Krisengespräch gekommen seid. Ja, ja, ja. Ihr wisst ja alle, so geht's nicht mehr weiter mit dem Bildungsnotstand in Deutschland. Nein. Denkt, da sind wir uns alle einig. Ja, ja. Und Christine hat sich da auch schon ein bisschen eingearbeitet und einen Vorschlag vorbereitet. Ja. Mein Vorschlag, wir sprengen die deutschen Autofabriken. Ja. Vielen Dank erstmal. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, ja. Ich finde es ein total
interessanten Vorschlag. Ja. Ich denke, so machen ja, wir es. Ja. Ich hätte nur eine Frage, aber wirklich nur zum Verständnis. Warum? Leute, ist doch klar, wenn es keine Autos mehr gibt, dann brauchen wir auch keine Straßen mehr. Und dann können wir die Milliarden für Infrastruktur ins Bildungssystem reinstecken. Ich meine, Symbolcharakter ist klar, ne? Dynamit, Gymnasium, hallo. Ja, danke nochmal, ja, Christine. Vielen Dank. Ja. Ich denke aber, wir sollten nur der Fairness halber den Vorschlag auch nochmal in die Runde weitergeben. Ja, ich will mal so sagen, ich gebe zu bedenken, wir haben nächste Woche wieder unseren feministischen Gendersuchtberatungsworkshop mit dem Titel »Die Frau in mir will auch ein Bier«. Ja. Und wir haben nur noch 48,10 € in der Kasse. Also wenn da jetzt noch die Kosten für die Sprengung der deutschen Autofabriken dazukommen, dann wird's aber eng, Freunde. Ja, danke Udo. Ich weiß auch nicht, Christine, willst du noch? Schade. Ja, du, es entschuldige, dass ich da mal so direkt reingehe und dich unterbreche. Aber ich dachte, vielleicht können wir auch einen Kompromissvorschlag finden, der sich mit unserer finanziellen Situation vereinbaren lässt. Ja, gut. Ich habe kein Problem mit Kritik. Hm. Wir können das Ganze natürlich auch mit der Matchbox-Autofabrik in Dreieich machen. Das hätte dann Signalwirkung bis Darmstadt. Und wenn man dann noch wie direkt halt, direkt vor der Rudolf-Steiner-Kita kleine Hirse-Hirnis, das Bobbycar von meinem Neffen Klausi in die Luft sprengen. Wie wär's denn einfach mit einer Demo? Ja, das ist doch auch eine super Idee, eine Demo. Wer ist dafür? Alles klar, so machen wir's. Ja, brauchen wir nur noch einen knackigen Spruch fürs Plakat. Wie wär's denn mit freie Bildung, freie Unis, freie Weiber für die Studis? Der ist schon gar nicht so schlecht. Ja. Aber ich dachte, noch besser wäre es vielleicht, wenn es nicht ganz so frauenfeindlich wäre. Ja, das hier stimmt. Was haltet ihr davon hier? Mehr BAföG statt Gebührenleute und statt Profs mehr geile Bräute. Also als Vorschlag. Ja, als Vorschlag. Ach, Moment, ich habe auch noch einen. Was haltet ihr denn von dem hier? Um nicht bei PISA zu verlieren, sollten auch die Jungs studieren. Doch die checken's im Gehirn nicht ganz. Das ist noch kleiner als ihr Finger. Der ist gut, ne? Ich finde noch besser, den nehmen wir. Brauchen wir nur noch jemanden, der das Plakat malt? Ach, wer hat die schönste Schrift, Helge? Wie wär's denn mal mit dir? Jakob Nacken und die Deutsche Vita-Vereinigung. So. Ja, wir haben eine kleine Tradition in der Comedy-Stube, und zwar bringen wir immer große Kinoklassiker in kurzer, knapper Form auf die Bühne, immer nur in 3 Minuten, aber in Versmaß und Reimschema. Und da müssen Sie auch ein bisschen drauf achten, vor allem die Reime. Ich sag's nur voran, weil das hat die Erfahrung der letzten 12 Jahre gezeigt, die Leute merken es oft nicht von selbst. Ja? Und da wir jetzt ja das Thema Bildung am Wickel haben, haben wir quasi den Kultklassiker schlechthin, die Feuerzangenbowle für Sie, in 3 Minuten aufbereitet. Und dazu möchte ich Sie bitten, meine Kollegen zu begrüßen. Das sind Magdalena Flade und Udo Zeppelzauer. Drei Minuten, achten Sie auf die Reime.
tut's Not, dass ich den Titel nenne. Es geht um Pauker und die Penne. Ne Schnapsidee beim Männertreff. Nen Pfeifer mit 3 F. Um Lehrerschüler und ne Schule. Kurz, die Feuerzangenbowle. Ey, den Film, den schaute ich schon ganz früh an. In der Hauptrolle Heinz Rühmann. Gestatten, Pfeifer, meine Herren, wie ich sehe, Sie trinken gern Alkohol, den weiß ich auch zu schätzen. Na, da werde ich mich übersetzen. Ja, man trinkt und... Natürlich, man trinkt und scherzt und macht Vergleiche längst vergangener Schölerstreiche. Alle lachen und erinnern sich, nur Pfeiffer, der sagt... Kenn ich nicht, Schule bin ich nie gewesen, habe ich nur mal von gelesen. So kommen die Herren zu dem Beschluss, dass Pfeiffer in die Schule muss. Schon steht er drin im Klassenzimmer, mitten in der Oberprima. Prima. Oberprima. Und führt dann im Gymnasium alle an der Nase rum. Der Lehrer sagt, dass er sich freue und Pfeiffer sagt... Ich bin der neue, gestatten Herr Professor Kreich, heiße Kreich, Pfeiffer. 1 F oder 2? Darauf Pfeiffer. 3, 1 vorm Ei, 2 hinterm Ei. Ja, und während ich mich noch beömmel, gibt's Unterricht bei Lehrer Bömmel. Der kommt aus Köln und nicht Berlin und sagt... Was ist eigentlich ein Dampfmaschine? Da stellen wir uns mal ganz dumm. Und da ist die Stunde auch schon rum. So. Professor Krei lässt zur Erklärung... Der alkoholischen Vergärung die Schöler jeder einen Wenzken Schluck vom Weine kosten. Und kriegt einen Schock. Die Schöler scheinen's tot besoffen und plötzlich steht die Türe offen. Ja, Direktor Knauer schickt noch vor der Pause die Schöler schön nach Hause. Pfeiffer kriegt Arrest, da könnt's ihm schlecht gehen, doch Knauers Tochter... Die ist 16. Und Pfeiffer... Denkt sich Eva Knauer dann... Den schaue ich mir genauer an. Ja, Pfeiffer pfeift auf seine Marion und denkt... Bei Eva bin ich besser dran, die will ich heiraten und zwar gleich. Hör mal mit hier, ich bin steinreich. Okay, ich gebe zu, ich bin der Kleinste, doch erwachsen und berühmt, ne? Was meinst du? Ja, doch weil Eva sagt... Das glaube ich nicht. ...hält Pfeiffer selber Unterricht. Er verstellt die Uhren von Professor Krei, der kommt zu spät und er verkleidet sich. Und lädt die höheren Töchterlein von der Mädchenschule auch mit ein. Und in der weiteren Entwicklung mit Verwechslungen und Verwicklung... Dem Oberschulrat und dem echten Krei... ...ruft Eva dann, ich bin dabei. Ja. Die Moral, die ist der Renner. Junge Frauen wollen alte Männer. Ja, die Feuerzangenbowle übrigens ja ein Film von 1941, also mitten aus dem Dritten Reich. Und da muss man sich heute wirklich fragen, was ist denn da in der Zwischenzeit mit dem Bildungssystem schiefgelaufen, dass die AfD schon wieder gewählt wird von allen, oder? Ich meine, wir haben uns wirklich gefragt, was geht in so einem rechten Gehirn eigentlich vor sich? Ne? Da werden sich jetzt viele von Ihnen sagen, Rechts und Gehirn, das ist ja schon Widerspruch in sich. Ja? Aber Wissenschaftler behaupten, das gäbe es, das rechte Gehirn. Ja, oder? Da gibt es ja sogar eine ganz aktuelle Studie dazu. Mhm. Da ist das rechte Gehirn untersucht worden und es gibt ein rechtes Gehirn, aber es unterscheidet sich deutlich vom normalen Gehirn. Mhm. Also vor allem der Begriff Obergrenze ergibt da wirklich Sinn im Hinblick auf die Aufnahmekapazitäten, sag ich mal. Ja. Und wir haben hier die aktuellsten Schautafeln direkt vom Max-Planck-Institut zur Verfügung gestellt bekommen. Und das ist schon interessant, wenn man sich so ein rechtes Gehirn einmal genauer ansieht, gerade von oben im Querschnitt. Ist das überhaupt der Querschnitt von oben? Ist egal, also im Schnitt von oben. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, da sieht man, da ist natürlich vor allem die linke Hemisphäre stark verkümmert. Ja. Übrigens, hier sieht man auch gerade sehr schön den Parietal- bzw. Scheitellappen, der ist verantwortlich für diese albernen Frisuren. Und was man hier hauptsächlich sieht, ist natürlich die Großhirnrinde. Die besteht im rechten Hirn hauptsächlich aus deutscher Eichenrinde und umfasst das großdeutsche Areal in den Grenzen von 37. Ich habe es hier auch noch mal ein bisschen gehighlightet, dass man es ein bisschen erkennen kann. So, da kann man sehen.
Wie kommt eigentlich die Eichenrinde ins Gehirn, sag mal? Ja, die kommt natürlich vom Stammhirn. Ja, ja, das ist also auch der Sitz der arischen Rassenideologie. Mhm. Ja. Genau. Übrigens geht direkt über ins Rückenmark. Das Rückenmark sehr ausgeprägt bei AfD-Wählern, daher auch der Spruch zurück zur Mark. Ja, das ist quasi die Verbindung zum neoliberalen Denken mit Sitz im Neokortex, auch bekannt als das FDP-Areal. Sehr schwer zu erkennen, aber man hat es auch ein bisschen gehighlightet hier. Ja. Mhm. Ja, ja, ein weiterer Bereich für die Wirtschaftspolitik ist natürlich der Hypothalamus. Ja. Das kommt schon von dem Begriff her. Hypo kennt man von Hypothek. Und Thalamus bezieht sich auf den Spruch, der Taler muss wandern. Ich finde, den kann man auch mal so ein bisschen wirken lassen. Ja, ja. Der tut ein bisschen weh, finde ich immer. Ja. So. Ja, aber wir haben noch andere Sachen. Wir haben zum Beispiel, direkt daneben gibt es noch den Temporallappen. Ja, ja, den darf man nicht verwechseln mit dem Führerschein auf Zeit. Ja. Der war noch besser, fand ich, oder? Es wird nicht besser, ja, glaube ich. Besser wird es nicht. Auf dem Niveau bleibt es jetzt, ja? Ja. Nein, der ist natürlich verantwortlich für das Zeitempfinden im rechten Gehirn, natürlich hauptsächlich geeicht auf die Jahre 33 bis 45. Bisschen schwer zu erkennen, bisschen größer dagegen, kann man sehen, ist der sogenannte Frontallappen. Das ist ein riesiges Gebiet. Der wird im rechten Hirn auch nochmal unterteilt in den Ostfrontallappen und den Westfrontallappen. Den finde ich persönlich selber sehr lustig, muss ich sagen. Der erstere übrigens auch bekannt als das Stalingrad-Areal. Ja. Ja, und generell unterscheidet man beim rechten Gehirn ja die graue und weiße Substanz, wobei im Rassistenhirn die graue Substanz komplett fehlt. Die kennen ja keine Grautöne, bleibt also nur schwarz und weiß, in dem Falle also nur weiß. Ja, ja. Substantia grisea heißt das. Da fragen sich die Leute, wo ist das geblieben, die graue Substanz? Und da sagen natürlich viele böse Zungen, das wiederum sei das, was bei Horst Seehofer außen auf dem Kopf wächst. Ja, das sei quasi... Ja. So. Das ist wiederum auch seine persönliche Obergrenze. Ja. Ja. Genau. Ja, aber es gibt auch ein paar Areale, die fehlen auch komplett im rechten Hirn. Ja, ne? Genau, zum Beispiel das sensible Zentrum Gyrus postcentralis. Nicht zu verwechseln mit dem Griechen neben der Hauptpost, das ist wieder was völlig anderes. Ja. Und dann gibt es natürlich auch noch die häschischen Querwindungen. Die bitte wie? Die häschischen Querwindungen. Die häschischen Querwindungen? Ja, ja. Die häschischen Querwindungen? Ja, ja, die gibt es tatsächlich auch. Was sind denn die häschischen Querwindungen? Ja, das ist ein Hörzentrum auf der Innenseite des Temporallappens. Ach was, die häschischen Querwindungen? Ja, und das ist also ganz besonders ausgeprägt bei Menschen aus dem Frankfurter Raum mit ausgeprägtem Sprachfehler. Ja, soweit unser Einblick ins rechte Gehirn. Ja. So, und ein großes Thema in der Bildungsdebatte ist natürlich auch, dass die Eltern immer überbehütender werden. Helikoptereltern ist das Stichwort. Und wir haben unseren Außenreporter Dodo Kai gebeten, in Stuttgart einmal auf der Straße Eltern und Schüler zu interviewen zum Thema Helikoptereltern. Und ich denke, das schauen wir uns mal gemeinsam an. Du weißt doch sicher nicht, was Helikoptereltern sind, oder? Doch, die sind ja überprotektive Eltern, die aus einem Persönlichkeitskomplex heraus nicht in der Lage sind... Ich glaube, jetzt haben wir es alle verstanden. Jetzt gehen wir mal rein und reden mal mit deiner Lehrerin, du freches Rotzgehör. Ja, mich als Rektor macht dieses elterliche Wettrüsten bei der Einschulung langsam unruhig. Wir hatten jetzt eine Schülerin, die hatte in der Schultüte ein iPhone, eine Senseo-Kaffeemaschine und eine Tiefkühltruhe. Ja, man darf ja jetzt überhaupt gar keine Handys mehr mit in Schulen einnehmen. Und ich finde es ja eigentlich gut, aber meine Eltern wollen ja, dass ich immer erreichbar bin. Und deswegen haben die mir jetzt direkt bis ins Klassenzimmer an Tisch eine Festnetzleitung legen lassen. Die Schulen mögen das ja nicht mehr so gern, wenn man als Eltern seine Kinder bis direkt vor die Tür fährt. Gut, ich möchte jetzt zwar, dass die Alea sicher ankommt, aber das muss man auch respektieren. Und dann fahren Sie die Alea jetzt nicht mehr? Doch, direkt ins Klassenzimmer. Na, mir als Busfahrer freut es, dass die Schule wieder angefangen hat. Ich mag die Junge, ich fahre die gern rum. Ja gut, heute Morgen hat einer seine Fahrkarte vergessen und hat ihm halt 60 Euro abgeknöpft. Sie arbeiten in der Mensa von einer Ganztagsschule. Ja, aber ich habe jetzt noch keinen Bock mehr. Die Junge von heute fressen ja gar nichts mehr. Gestern war einer da, der war mineralwasserintolerant. Was mich aufregt, ist ja der Begriff Helikoptereltern, nur weil man ein bisschen fürsorglich ist. Ich lass mir das ja nicht sagen, nur weil mir den Jan Maltesören mit dem Hubschrauber in die Schule fliegen lassen. Beachten Sie auch die Schilder, Vorsicht Kinder. Was? Neu? Wieso soll ich die jetzt beachten? Ich hab doch keinen Schiss vor den jungen Seucher. Musik.
herzlich willkommen zum Reim gewinnt, unser lustiges Gedichtespiel. Mein Name ist Helge und meine Kandidaten heute Abend sind Christine Prion. Sie ist Deutschlehrerin an der Günther Oettinger English Language School in Brüssel. Grüß Gott und good evening. Ja, und der kleine Udo aus der 3C. Hallo. Ja. Wir spielen heute Schüler gegen Lehrer. Lehrerin, natürlich, schön, nicht? Natürlich, Lehrerin, natürlich. So viel Zeit ja. Muss sein. Du bist doof. Na. Ja. Immer schön artig bleiben, Freundin, nur sonst gibt es einen Eintrag ins Klassenbuch. Ja, und unsere Aufgabe heute für die Kandidaten und Kandidatinnen war, einen sogenannten Doppelwort-Vierzeiler zu schreiben, also ein Gedicht, das in exakt zweimal demselben Wort endet. Genau, Sie kennen es vielleicht von ihrer letzten Fischvergiftung, da sagt man ja auch so Sätze wie, auch wenn ich mich am Stör, am Lachs. Ja, zweimal dasselbe Wort, direkt hintereinander, am Ende, das war die Aufgabe. Frau Prion, wenn ich um Ihr erstes Gedicht bitten dürfte. Ja, ich habe die literarische Vorlage der Schauerballade adaptiert und auf einer zweiten Metaebene die deutsch-französische Freundschaft unter besonderer Berücksichtigung des Schwäbischen behandelt. Ja, du bist doof. Ja, wir sind gespannt auf das Gedicht. Ketten klirren in der Nacht, im leeren Spiegelsaal ein Schrei. Da bekommt man den Verdacht, dass in Versailles Ja, sehr schön. Das ist ja voll doof. Ja, Aufgabe bravourös gemeistert. Vielen Dank, und Udo, hast du uns dann auch ein Gedicht mitgebracht? Ja, also das ist ein chinesisches Walgedicht, weil da kommen Chinesen drin vor und Wale, weil die im Meer auch Wale haben. Oh Gott, wie süß. Hey, du bist echt doof. Ja, wir sind ganz gespannt auf das Gedicht. Also, der Meeresforscher Yang Xiaoping erklärte nach dem Whale-Watching, dass Till verhielt sich nicht normal. Ich glaube, dass Del Blauwal Blauwal. Ja, sehr schön. Ja. Und da sehe ich auch schon nach der ersten Runde, führt der kleine Udo mit 350 zu 40 Punkten. Das heißt... Das heißt, wir kommen jetzt zur zweiten und alles entscheidenden Runde. Frau Prion, dürfte ich um Ihr zweites Gedicht bitten? Ja, gut. Es ist mir mit dem folgenden Gedicht gelungen, die Frage nach der Wirksamkeit von Arzneimittelgenerika implizit zu hinterfragen und damit gleichzeitig eine, ja, subtil verspielte Kritik am Pharmalobbyismus zu betreiben. Außerdem muss ich sagen, dass der alliterarische Satzbau und die Verdreifachung des Schlusswortes durchweg eine linguistische Herausforderung darstellte. Hey, du bist echt doof. Noch ein Wort und du fängst dir eine, du Wichswürstchen. So, ja, wir sind auf jeden Fall sehr gespannt. Wo drückt der Schuh, wo schmerzt der Zeh? Welches Mittel, das ich hol, tut wann und wie, bei welch WW, wem, zu wessen Wohl, Wohl, Wohl? Sehr, sehr schön, sehr schön. Dankeschön. Ja. Das voll blöde, das voll blöde. Ja, da wird's noch mal spannend. Wir sind gespannt, ob der kleine Udo aus der 3C da auch noch etwas entgegensetzen kann. Ja, ich habe nämlich ein Musikgedicht geschrieben, denn da geht es um Musik und um ein Instrument und um die Musik von dem Instrument, wenn man das spielt. Und außerdem ist das letzte Wort bei mir nicht nur dreimal da, sondern gleich viermal. Na, da sind wir aber gespannt. Also, es heißt der kubanische Geiger. Ich spiele gerne bis zur Neige auf des Fidel Castros Geige.
Es macht schön Didel, Dudel, Didel, wenn ich die Fidel, 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 Fidel. Ich muss sagen, ist ja lecker. Ja. Ist ja lecker. Ja, ja, das ist ja schön. Ja, es ja. Ist ja, ja, ja. Lecker. Ja, ja, natürlich. Ja. Ja, und damit steht auch der Sieger und Gewinner des heutigen Abends fest. Es ist mit 2000 zu 75 Punkten der kleine Udo aus der 3C. Jakob Nacken und die Deutsche Vita-Vereinigung. Prost! Ja. Ja, wo wir gerade beim Thema Gedichte waren, auch das ist ein Anliegen bei uns in der Comedy-Stube, dass wir auch die jüngere Generation wieder für Lyrik begeistern. Und das wissen wahrscheinlich die wenigsten, Jakob und ich, wir haben ja auf einem hippen, jungen Radiosender, SWR 4, haben wir Studio Tübingen. Ja, da sind wir daheim. Nee, das heißt, wir senden im Heim. So, also auf jeden Fall, da haben wir beide also eine monatliche Rubrik, einen gereimten Monatsrückblick mit Meldungen, die sonst in der Welt untergehen, weil sie sehr regional verankert sind. Und da haben wir ein paar Beispiele aus dem letzten halben Jahr oder aus dem letzten Jahr. Jakob, vielleicht, wenn du mal kurz die Überschrift geben würdest. Kreis Tübingen, Straßensperrungen wegen Krötenwanderung. Da kommen wir her aus Tübingen, da ist das eine Meldung. So, folgendes lyrisches Werk. Kröten werden, ich muss ehrlich jetzt schon sagen, ich bin ein bisschen neidisch auf den Reim, den du gleich machen darfst. Ja, ist ja auch mein Reim. Ich mach mal meinen vorweg. Ja. Kröten werden ja seit Jahren beim Wandern gerne überfahren. Manch Kröte sprach schon: Ich hab's satt, die fahren so schnell, da bist du platt. Das war er noch gar nicht. Jetzt. Wir wollen hier nur zum Leichen laufen und enden dann als Leichenhaufen. Ja. Spitzen rein. Ja, doch Amphibien, die sind schützenswert, weshalb man sogar Straßen sperrt. Das hatte der Schwabe schon immer drauf, er passt auf seine Kröten auf. Ja, haben wir ein kleines, nettes Gedicht als Einstieg. Aber wir haben natürlich auch knallharte Themen gehabt, wie zum Beispiel das folgende. Ängstingen. Ausgelaufene Gülle überschwemmt Gebäude und Keller. Mit Ängstingen hat Gott kein Erbarmen, denn was ist die Sinnflut gegen Gülle-Alarm? Millionen Liter brauner Gülle, schwimmende Scheiße in Hülle und Fülle, fluteten Keller und Gebäude und darum stinkt's in Ängstingen noch heute. Tja, Moment. Sehr freundlich, aber zu früh. Tja, brauner Bodensatz in jedem Heim. Muss eine AfD-Hochburg sein. Ja, so, haben wir den auch noch. Ja, ist immer schön zu sehen, wer da nicht applaudiert. Meistens hier am rechten Rand. So. So, und dann haben wir aber noch, wir haben noch eins, zum Beispiel die folgende. Genau. Ja. Feldorf Starzach. Schuss eines Jägers verfehlt drei Menschen nur knapp. Gefährlich ist's in Starzach, de Starzach. Auch ein schönes Gedicht. So, ja. Also, auf jeden Fall. Aber ein längeres haben wir noch. Eins haben wir noch, ja. Nochmal Tübingen. Aha. Bei der Erkundigung nach einem Führungszeugnis wird ein Mann mit 40 Gramm Marihuana in der Unterhose erwischt. Wahre Meldung. Wie geschaffen für ein lyrisches Kleinod. Weil er ein Führungszeugnis brauchte, ging ein Mann, der gerne rauchte, neulich mal zur Polizei, nur dumm, er hatte Gras dabei. Marihuana trug er lose, versteckt in seiner Unterhose. Das roch die Polizei und zack, hatten sie ihn schon am Sack. Ja. Drum fragst du nach einem Führungszeugnis, darf man nicht riechen, wo das Zeug ist. Was du auch rauchst, du solltest wissen, mit Shit im Schritt hast du verschissen. Ja, sehr schön.
Ja, das lief auf SWR 4, wer hätte das gedacht? Ja. So, meine Herren, aber jetzt haben Sie vielleicht auch, ich muss es offen ansprechen, ich weiß nicht, an dem Bildschirm ist Ihnen das vielleicht gar nicht aufgefallen, aber hier in Stuttgart hat man es natürlich gemerkt, beim Staatsachreim mit dem Schwäbisch ist das nicht so doll. Ich komme ursprünglich nicht direkt hier aus der Gegend, sondern aus Kiel. Und um aber auch der Jugend weltweit zu zeigen, auch in Baden-Württemberg, dass man Fremdsprachen, auch sehr schwierige Fremdsprachen, erlernen kann, habe ich heute meinen Sprachcoach, meinen Schwäbisch-Lehrer, eingeladen als Talkgast. Bitte begrüßen Sie Udo Zeppetzauer. Udo Zeppetzauer. So, ja, wir sind mittlerweile im dritten Semester, glaube ich. Und wir werden also heute, weil das ist natürlich ist klar, sage ich vorab, das Einzige, was noch schlimmer ist als ein Schwabe, der Schwäbisch spricht, ist ja ein Kieler, der Schwäbisch spricht, vor allem in Baden-Württemberg. Stimmt. Aber deswegen, ich werde es versuchen in aller Öffentlichkeit. Deswegen, aber ich muss mich kurz warm machen. Bläti, 10 Meter Feldweg. Das hab ich verstanden. Das habe ich verstanden. Ein Grillo von Mindebrechtling. Verbrennt Mindebrechtling. So, Jens. Hosch, also. Frag Ebbis. Soll ich dir was fragen? Du kommst mir alles fragen. Dann frage ich dich. Trau dich. Du sag mal. Was ist denn eigentlich mit deinem neuen Krapfen? Udo, das kennt doch wieder jetzt zum Beispiel in Hamburg, wenn einer zukommt. Vielleicht für die Hamburger, das wäre ein Berliner. Ne? Also hier mit, was man an Silvester ist. Ja. Komm nochmal. Sag mal. Was ist denn eigentlich mit deinem neuen Krapfen? War für eine neue Krapfen. Ha, du hast doch gesagt, du willst einen neuen Krapfen kaufen. Mehr braucht man hier in der Gegend nicht. So, Was ist die Frage gewesen? Du hast doch gesagt, du willst einen neuen Krapfen kaufen. Ich wollte keinen neuen Krapfen kaufen, ich wollte einen neuen Karpfen kaufen. Kein Krapfen? Ein Koi-Karpfen. Koi-Karpfe. Ich wollte eine neue Koi-Karpfe kaufen, so ein Goldfisch für meinen Gartenteich. Ja und? Hast du eine neue Koi-Karpfe gekauft? Nein. Ich habe einen Koi-Koi gekriegt. Du hast Koi-Koi gekriegt? Wieso ich? Käufer. Und der Käufer, da Käufer-Kett? Nein, es hat kein Verkäufer-Kett. Käufer? Ja, zumindest kein Käufer. Und noch hast du gar Käufer gekauft? Doch. Aber jetzt ist der Käufer. Gar koi quen. Ja, wie? Dein neuer Koi ist gar koi. Neu. Ja, neu oder neu? Neu. Der Koi ist neu, aber koi. Wieso? Weil.
Das ist gar Koi-Koi-Lade. Quäh. Ah. Die haben gar Koi-Koi-Karpfe verkauft. Koi-Karpfe? Nein. Was unten? Krapfe. Ja und? Hast du einen Kauf? Natürlich, sicher. Aber ich habe nicht eine Karpfe Welle, sondern eine neue Koi-Karpfe. Jetzt haben ich wieder Koin. Ja, wie, Herr Koi, du doch nicht wieder keine Koi, ist doch Koi-Kuh. Das ist klar. 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 Eine Koi ist Koi-Kuh und eine Kuh ist Koi-Koi. Die Kuh käut Heu und der Koi käut Koi-Heu. Ich sag's gerade nochmal, ich sag's gerade nochmal, die Entsetzung checken. Hey, das soll verstanden. Der Koi ist Koi-Kuh und der Kuh ist Koi-Koi, der Kuh käut Heu und der Koi käut Koi-Heu. Meine Damen und Herren, Udo Zeppelzauer. Hey, gut. Hey, große Momente, Udo Zeppelzauer. So, jetzt habe ich mir erstmal eine Pause verdient, würde ich sagen. Sie auch. Und ich habe gerade auf die Uhr geschaut. Es ist Zeit für ein Elefantengedicht mit Professor Wolters. Und jetzt Elefantengedichte mit Professor Wolters. Mein Name ist Wolters. Ich habe ein Gedicht und Wolters vortragen. Wolters oder Wolters nicht? Kleiner Scherz. Aus dem poetischen Zyklus Die Elefanten, nun das Gedicht Kommunikationselefant. Zwei Muscheln, groß wie eine Schüssel, dazu ein Kabel wie ein Rüssel und ein Trompetenklingelton. Fertig ist das Elefon. Elefon. Spielt so ein bisschen auf Elefant an. Elefon, Elefant. Wortwitz im Grunde. Muss man nicht gut finden, aber meine, ich habe seinerzeit sehr gelacht. Professor Wolters! So. Ja, und um das Thema Bildung und Schule noch so ein bisschen abzurunden, heute Abend haben wir, wie es bei uns üblich ist, eine groß angelegte musikalische Nummer vorbereitet, ein Medley, in dem wir alle im Ensemble, wie soll ich sagen, unsere Erfahrungen in der Schule, unsere Traumata therapeutisch aufarbeiten. Deswegen, ich sag mal, Jakob, hau in die Tasten. In der Kita ist das Kind noch froh, im Kindergarten geht's noch so, doch ab der ersten Klasse wird's ein Griff ins Klo. In der Kita war's Kind noch froh. Merci, merci, merci für die Stunden Chemie, Chemie, Chemie. Und ich döse, 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 döse im Unterricht. Der interessiert mich nicht und darum mach ich dicht. Leistungskurse lohnt sich nicht mal, Darling. Oh no. Bio lernt man besser in der Nacht. Yeah, yeah. Leistungskurse lohnt sich nicht mal, Darling, aha, weil der Mensch das von alleine richtig macht. Au! Pisa, Pisa, niemand unser Schüler Mesa. Egal welche Klasse, egal welches Fach, kein Schüler mehr wach,
Wir fallen durch und morgen früh stehen wir als Dumpfbacken da. Dumpfbacken da. Morgen früh. Dieser Test wird kein leichter sein. Dieser Test wird peinlich und schwer. Ich hab nen Test today. Oh nein, ich glaub, ich hab nen Test today. Oh, mir graut schon vor dem Testergebnis, weil ich dann nen Sechser seh. I am failing. Dein Zeugnis, Junge, dein Zeugnis, Junge, was ist das? Was soll ich da sagen? Mathe 5, Englisch 6. Insgesamt nicht versetzt. Wo? Doch du klappst dein Heft einfach zu. Bist der Streber der Masse, drum hast du die Masse der passenden Lösung im Nu. Ich erblasse und passe, verlasse mich only auf you. Darum lasse dein Heft doch mal offen und klapp es nicht zu. Vokabeln, oh no, Hausaufgaben, oh no. Die Sex. Mathe war ich nie gut, denn ich war früher blond. Die Sechs kommt, Sechs kommt. Ich weiß, die Sechs kommt. Baby, ich hab's nie gekonnt. Die Sechs kommt, Sechs kommt. Ich weiß, die Sechs kommt. In Mathe war ich nie gut, denn ich war schon immer blond. Die Sechs kommt, Sechs kommt. Ich weiß, die Sechs kommt. Baby, ich hab's nie gekonnt. Baby, ich hab's nie gekonnt. Jakob Nacken und die Deutsche Vita-Vereinigung. Außerdem heute Abend in der Comedy-Stube Christine Preon, Magdalena Flade und Udo Zeppelzauer. Vielen Dank, dass Sie zu Hause zugeschaut haben. Wir bleiben noch ein kleines bisschen hier, nehmen noch eine zweite Sendung auf. Und die ist dann nächste Woche ebenfalls im Netz. Schauen Sie wieder rein. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.